Also ein, ich habe hier ein Elektron, das Elektron läuft hinein in ein Magnetfeld, das senkrecht zur Bewegungsrichtung ist. Das Elektron hat eine Energie von 500 Elektronenvolt und es gibt eine Kreisbahn mit 2,6 cm Radius. Mit der linken Handregel stelle ich fest, dass das Elektron jetzt hier so eine Kreisbahn macht. Genau, und hier ist der Radius von 2,6 cm. Gut, wenn ich weiß, es ist ein Elektron, dann weiß ich, dass nicht nur das gegeben ist, Energie und Radius, sondern auch die Ladung Q, die ist 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Man macht auch gern statt dem Q ein kleines E für Q oder ein E minus oder so. Das, je nachdem, in der Lösung ist es so. Die Masse eines Elektrons kann man auch nachschauen. Was genau? 9,1. 9,1 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm. Gut. Und ich habe jetzt hier, genau, ich habe hier ein Kräftegleichgewicht. Wo habe ich das? Da. Also nach außen Fz und nach innen die Lorentzkraft. Ja, also F Lorentz gleich Fz. QVB gleich MV Quadrat durch R. Gut, jetzt habe ich aber hier ein V und hier habe ich E, eine G. Und die Energie ist auch so komisch gegeben. Naja, das ist leichter. Den Radius schreibe ich gleich als 0,026 Metern. Also immer schön schreiben, dass es geht. Und diese spezielle Energie ist, das sind, also Energie ist, das sind 500, dieses E, das sind die. Ja, die 1,6 mal 10 hoch minus 19. Ja, wenn ich das multipliziere mal 1,6 mal 10 hoch minus 19, dann habe ich Joule, so wie ich es kenne. Und da kann ich sagen, das ist 1,5 im V Quadrat. Genau. Ja, also die machen wir hier so ein bisschen. Also Ekin, ja, gleich 1,5, also sauber. In V Quadrat. Gut. Ekin ist gegeben, 500 Elektronenvolt, aber das muss ich eben umrechnen in Joule. Ja, so. Gut. Masse kenne ich, Ekin habe ich, gesucht ist V. Nur auflösen. Gut. Weil, wozu brauche ich V? V brauche ich da, an der Stelle da unten. Gut. Also, dividiert durch m und mal 2 und dann die Wurzel. Also habe ich 2 Ekin durch m gleich V und dann die Wurzel. Schön. Das kann ich da unten einsetzen. So. Und was ist eigentlich gesucht? A, gesucht ist B. Und ich setze noch nicht ein, ich mache erstmal dividiert durch V, weil dann habe ich kein V Quadrat, dann fällt es weg. Also. Q, das soll ein Q sein. QB gleich MV durch R, jetzt noch dividiert durch Q. B gleich Bruchstrich. MVQR. Schön. Naja, und jetzt einsetzen. Also, dann habe ich. Ja, Moment, V noch. So. MQR und V war Wurzel aus 2e durch ME. Ja, das ist zweimal die gleiche Masse, aber diese Arbeit tue ich mir jetzt nicht an, dass ich das da in die Wurzel oder mache ich es doch? Das wäre schon elegant. Wäre schon schön. Das mache ich schon. Ja, weil ich habe hier Wurzel. Wenn das m e reinhüpft, dann ist es ein m Quadrat, 2e. Und hier habe ich ein m und hier habe ich ein q und ein r und dann kürzt sich was weg und dann habe ich hier eben Wurzel aus. 2me. Naja, das ist ja weg. Machen wir schon. So. 2m. Ja, also die Masse eines Elektrons dividiert durch Q mal R. Ja, fertig. Also und das, also fast fertig. Ja, und das setzen wir ein. 2 mal 9,1 mal 10 hoch minus 31 mal die Energie, das waren 500 mal 1,6 mal 10 hoch minus 19. 1,6 mal 10 hoch minus 19. Ja, hier ist die Wurzel und mal der R 0,026. Die Einheiten, ich mache es ein bisschen frech, ich schreibe dahinter Tesla. Ja, und dann ist es sauber.
Und dann kommt raus B gleich 3 mal 10 hoch minus 3 Tesla. Ja, oder gleich 3 Millitesla gerundet. Ergebnis dieser Aufgabe.